Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Video. Und ja, ihr Lieben, ich mache wieder ein Painted mit mir und heute gibt es einige interessante Themen und wir wollen gar nicht so lange reden. Schnappt euch eure Bilder oder was auch immer ihr gerade macht und hört einfach zu oder paintet nebenbei, je nachdem, wie ihr das mögt. Und ja, ihr Lieben, wir starten einfach mal direkt wieder. Und ich habe heute so einiges zu erzählen. Viele Neuigkeiten, was so in letzter Zeit passiert ist. Erstmal hoffe ich natürlich, dass es euch gut geht und dass ihr eine schöne Woche hattet und vor allen Dingen jetzt auch ein schönes Wochenende für die meisten. Zumindest manche müssen leider arbeiten, aber ja, die haben dann andere freie Tage. Ja, ihr Lieben, es gibt was ganz Tolles zu entdecken oder eher gesagt, gibt es hier was ganz Neues hier in der Nähe bei mir. Am 28. und am 29. Mai findet tatsächlich in Hannover die Kreativmesse statt. Ich weiß nicht, ob das manchen was sagt. Es gibt auch an unterschiedlichen Orten Kreativmessen. Aber das erste Mal tatsächlich in Hannover. Jetzt muss ich mal gucken, welche Farbe ich hier überhaupt brauche. Die Nummer 17. Ja, die Kreativmesse findet in Hannover statt. Was gibt es da großartig zu erzählen? Es gibt auf jeden Fall ganz viele verschiedene Aussteller dort und voll viele verschiedene Themen. Auch Diamond Painting ist vertreten. Und für den Preis finde ich es vollkommen in Ordnung, da mal den ganzen Tag zu verbringen. Das geht von 10 bis 18 Uhr an beiden Tagen. Das ist ein Samstag und ein Sonntag. Und ja, also der Eintritt kostet 7 €. Wenn man Schüler, Student oder je nachdem eine Ermäßigung hat, kostet es nur 6 €. Kinder bis 7 Jahre sind frei. Und ich freue mich auf die Messe, ehrlich gesagt, weil ich da wahrscheinlich einige auch von euch treffen werde, die hier in der Nähe von Hannover wohnen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ja, da gibt es so viele verschiedene Themen. Da werde ich auf jeden Fall bestimmt einiges auch kaufen, gar keine Frage. Oder mitnehmen, je nachdem. Da gibt es auch Workshops, wo man halt selbst mal basteln darf oder was herstellen kann. Das werde ich auf jeden Fall auch machen. Und ja, da bin ich gespannt, wen ich da alles so treffen werde. Vor allen Dingen auch werden da bestimmt einige Zuschauer sein oder von Facebook Leute, die man kennt, die dann mir schreiben, hier, ich bin da und da auf der Messe. Wo bist du denn da gerade auf dem, bist du da und da oder keine Ahnung, je nachdem. Ich werde mir auf jeden Fall da die ganzen Stände angucken, Fotos machen, vielleicht sogar auch Videos machen, je nachdem, wie ich das zeitlich schaffe, da alles. Ja, werde ich beide Tage da sein? Voraussichtlich erstmal ja. Ich weiß nicht, wie groß es ist. Ich weiß nicht, wie schnell ich da durch bin, wie das Wetter aussieht und. Je nachdem. Also ich werde wahrscheinlich beide Tage da sein und die Messe besuchen. Das sage ich euch dann noch. Je nachdem wird sich noch zeigen. Ja, ihr Lieben, was es da so alles gibt. Also wirklich so viele Themen da. Ich habe mir ja das Ganze im Internet angeguckt. Ich werde euch das auch noch mal unten verlinken, wo ihr das findet. Da gibt es auf jeden Fall einige Themenbereiche wie Bastel- und Hobbybedarf, Knöpfe, Nähen allgemein, Mal- und Zeichnen, Origami. Origami finde ich interessant. Wahrscheinlich kann man da auch mitmachen, je nachdem, so Workshop-mäßig. Natürlich Diamond Painting, Wolle, Garn und Filz, Sticken. Backen und Tortenzubehör tatsächlich auch. Ich schätze, dass es da so auch Sachen zu probieren gibt. Ich bin mir nicht sicher, was da alles auf mich zutrifft. Das erste Mal in Hannover, sonst war ich noch nicht auf einer Kreativmesse. In dem Sinne von nur Hobbys. Ja, da wird es auf jeden Fall einiges geben, auch wie man selbst Perlenschmuck macht und sowas. Also da bin ich ganz gespannt drauf. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr hier sogar in der Nähe wohnt, da vielleicht sogar Interesse dran habt oder sogar da auch vorbeigehen werdet oder ihr habt euch das sogar schon in Terminkalender eingespeichert. Ich weiß es ja immer nicht. Schreibt es auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, auch wie es euch momentan so geht. Das wird mich auf jeden Fall interessieren. Also da wird es auf jeden Fall bestimmt ein Video von geben oder Fotos, je nachdem von der Kreativmesse. Also da wird es einiges zu sehen geben. Und ich werde da wahrscheinlich auch einiges von mitnehmen, was ich euch dann hier auch zeigen kann. Und ja, was gibt es noch so auf dem Plan? Die Zeitumstellung. Ja, die Zeitumstellung hat mich ja echt aus dem Ruder gebracht. Also
Ich habe natürlich kein Problem mit Wecker umstellen oder Zeitumstellung oder sonstiges, weil ich meinen Wecker mit dem Handy stelle und ich dann nicht verpenne. Also das Handy stellt sich ja automatisch um. Und ja, da bin ich dann, als die Zeitumstellung war, aufgestanden, ganz normal fertig gemacht für die Arbeit, rausgegangen, ins Auto gesetzt, Auto angemacht, auf den Weg losgefahren. Und was kriege ich da erstmal? Einen totalen Schreck. Weil auf dem Auto weg, auf der Autouhr 8 Uhr steht, ich so, oh Gott, habe ich jetzt wirklich verpennt? Das hat mich so aus dem Konzept gebracht, dass ich erstmal tatsächlich auf die Uhr geguckt habe von meinem Handy. Denn es war noch gar nicht so spät. Es war erst 7 Uhr und deswegen war alles gut. Mittlerweile merkt man das ja auch am Wetter. Also die letzten Tage hat es nur geregnet. Ich weiß nicht, wie es bei euch momentan so ausschaut, aber hier war es die ganze Zeit nur regnerisch. Es hat die ganze Zeit geregnet, es ist sehr trüb, es ist grau draußen, also so richtiges Herbstwetter fängt mittlerweile an. Oder eher gesagt schon fast Winterwetter. Also wir gehen ja immer mehr auf die Zeit zu. Und ja, es wird auch immer früher dunkel. Wir haben ja mittlerweile, es ist ja jetzt erst, wie viel Uhr haben wir jetzt? Ich muss mal ganz kurz schauen. Wir haben jetzt 16:20 Uhr und es ist schon fast dunkel draußen. Also es wird jetzt immer früher dunkel. Das ist auf jeden Fall nicht so schön wie die Sommerzeit oder die Frühlingszeit. Und hell wird es auch nicht richtig. Also man lebt im Dunkeln. Nein, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach nicht so eine schöne Jahreszeit, aber das kann man ja dann gut wegmachen mit Painten oder mit anderen Hobbys, die man in der Zeit machen kann, schön im Wohnzimmer oder im Zimmer, je nachdem, wo ihr euer Hobby macht. Und ja, dafür ist die Jahreszeit ja relativ gut. Besser als im Sommer, wenn man sich dann zu Tode schwitzt, während man das macht. Und ja, was habe ich noch so auf dem Plan? Was ist so in letzter Zeit passiert? Ja, ihr Lieben, ich war beim Zahnarzt. Oh mein Gott, mittlerweile habe ich tatsächlich keine Schmerzen mehr. Es hat jetzt von allein aufgehört. Aber die Zähne. Also die Weisheitszähne können nicht drinne bleiben. Ich war beim Zahnarzt am Mittwoch und also Mittwochnachmittag und er hat mir, also wir haben ein Röntgenbild gemacht und dann hat er mir das alles erklärt und also der war auch total lieb und nett und hat das wirklich auch alles super Schritt für Schritt erklärt, was jetzt gemacht werden muss und dass die Weisheitszähne unten auf jeden Fall, auf gar keinen Fall drinne bleiben können. Die haben tatsächlich schon machen tatsächlich schon den Kieferknochen kaputt, weil sie wachsen und da kein Platz ist. Ich habe tatsächlich auf der linken Seite tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie das gerechnet wird, aber man hat ja diese Backenzähne und dann kommen die Weisheitszähne und er meinte, auf der Seite hätte ich 4 Zähne, auf der linken Seite und auf der rechten Seite 3 Zähne. Also auf der linken Seite ist so oder so kein Platz für diesen Zahn, der da jetzt rauskommen möchte. Und ja, das Problem jetzt nur an der ganzen Geschichte ist, er konnte jetzt die Zähne nicht ziehen, also die Weisheitszähne, weil, oh, ich kann es nicht mehr hören, ehrlich jetzt. Ich will diese Zähne einfach nur noch loswerden und meine Ruhe haben, ehrlich gesagt. Weil der Nerv von dem Kiefer, vom Unterkiefer, der sitzt zu nah an den Zähnen dran. Wenn er die jetzt einfach rausziehen würde und diesen Nerv beschädigen würde, dann könnte ich halt meinen Unterkiefer nicht mehr bewegen. Ich könnte nichts mehr essen, ich könnte nichts mehr trinken und ja, das ist auf jeden Fall nicht spaßig dann. Und deswegen muss ich jetzt einen Termin beim CT machen. Da habe ich jetzt tatsächlich zum Glück einen Termin. Die Praxis, die er mir vorgeschlagen hat, die hätte erst Mitte Dezember einen Termin. Das ist mir aber deutlich zu lange, denn wenn die Zähne wieder anfangen zu wachsen, machen die mir natürlich wieder Stress. Die haben jetzt gerade so eine Ruhephase. Das ist ja tatsächlich wie bei Kleinkindern, wenn die wachsen. Das kommt ja so schubweise. Ja, die machen momentan keinen Stress. Aber das Problem ist einfach, bis Mitte Dezember will ich nicht warten. Da fangen dann auch wieder die Weihnachtszeit an und dann haben sowieso viele Zahnärzte auch nicht offen. Und wenn dann was ist, dann kann ich auch nicht hingehen. Und das ist mir einfach alles zu stressig. So, aber jetzt muss ich halt diesen CT-Termin, dann habe ich halt im Krankenhaus nachgefragt, ob die das nicht machen können, weil die machen ja auch andere Dinge immer für Patienten und etc. Die meinten, ja, gar kein Problem, machen wir. Ich Termin gemacht. Ich habe jetzt den Termin Montag. So, das Problem war aber, dass der Zahnarzt mir die Überweisung
dahin auf ein rotes Rezept ausgestellt hat. Da gab es dann Stress also im Krankenhaus, habe ich danach gefragt, hier ist das so richtig, weil ich kenne ja auch normalerweise von uns von der Arbeit auch nur die gelben Überweisungen. Für die, die es nicht wissen, ich arbeite tatsächlich in einer Arztpraxis. Und ich kenne nur die normalen gelben Überweisungen. Hier ist das denn überhaupt okay so? Die vom Krankenhaus natürlich nicht. Das ist nicht in Ordnung. Ich müsste das dann selbst bezahlen. Und selbst bezahlen ist nur halt teuer bei einem CT. So, und dann habe ich mit der Zahnarztpraxis telefoniert, die dann mit dem Krankenhaus und dann das Krankenhaus. Okay, doch, machen wir. Also, Montag findet das CT statt, in dem dann geguckt wird, wie nah diese Nerven denn jetzt wirklich an dem Zahn dran sind. Und ich hoffe einfach, dass die ganz weit weg sind, dass diese Zähne endlich raus können, dass das einfach ganz normal rausgezogen wird und ich dann endlich meine Ruhe habe. Ja, und das vor allen Dingen schnell passiert, weil ich will nicht das bis hin nach Weihnachten ziehen und dann hat niemand mehr offen. Das ist meine größte Sorge momentan, dass das dann erst an Weihnachten passiert oder je nachdem, weil da die ganzen Feiertage sind, wo die ganzen Sachen zu haben und da kann mir dann niemand helfen so richtig. Und ja, das ist so die ganze Story. Das war auf jeden Fall nervenaufreibend, weil ich die ganze Zeit hin und her und hin und her telefonieren musste und hier und da und ja, aber jetzt findet der CT-Termin statt und dann hoffen wir einfach, dass die Nerven von dem Kiefer nicht zu nah an den Weisheitszähnen sind und dass die Zähne ganz normal rausgezogen werden können. Und ich dann ganz normal wieder arbeiten kann, je nachdem, wie man das jetzt nennen möchte, wieder ganz normal leben kann, ohne dass die Zähne mir Schmerzen machen oder wachsen oder wie auch immer. Und ja, ihr Lieben, ihr könnt ja gerne auch mal selbst berichten, was ihr so schon alles erlebt habt, an arzttechnisch vor allen Dingen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr so schon erlebt habt beim Zahnarzt oder beim normalen Arzt oder einfach irgendwelche Stories, die ihr selbst erlebt habt oder von Bekannten kennt. Je nachdem. Das ist ja dann vollkommen egal eigentlich, von wem ihr die Stories kennt. Und ja, ihr Lieben, also momentan bin ich hier an dem Bild zu schaffen, an dem Bild von dem Drachen von Diamond Art Club, an dem Harry Potter Auto. Also es hat sich jetzt so einiges angesammelt. Und ich mache das auf jeden Fall auch nach und nach jetzt alles fertig, bevor ich wieder ein neues anfange. Ich kann jetzt nicht nochmal ein neues anfangen, das funktioniert nicht. Ihr seht schon, den Pinguin habe ich in der Zeit auch schon ein bisschen weitergearbeitet. Der ist jetzt schon, naja, noch lange nicht ein Viertel, aber fast ein Viertel, sage ich jetzt mal. Und das ist so ein kleines Bild für zwischendurch eher. Ich habe auch daran geübt, mit dem Zehneraufsatz zu setzen. Ihr seht so ein bisschen durcheinander, aber das ist ja vollkommen egal. Ich übe so gesehen an dem Bild mit dem Zehnfachaufsetzer. Ihr seht das auch hier, das lange Teil. Und versuche immer und immer wieder das damit zu setzen. Mit den eckigen Steinchen ist das so ein bisschen problematisch, weil das nicht immer so klappt, wie ich das möchte. Aber mit den runden klappt es relativ gut. Und da bin ich auf jeden Fall relativ zufrieden mit. Ja, ihr Lieben, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, an welchem Bild ihr so momentan sitzt. Was ihr so gerade macht. Macht ihr überhaupt ein Bild? Seid ihr gerade an was anderem dran? Macht ihr gerade was anderes hobbymäßig? Macht ihr gerade eine Diamond Painting Pause? Je nachdem, schreibt es einfach gerne mal in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und vor allen Dingen, wie ich mich jetzt so mache. Also ich muss sagen, mittlerweile dadurch, dass ich schon so viele Videos gemacht habe, schon so oft mit euch gequatscht habe, ich weiß, das hört sich komisch an, weil im Endeffekt sehe ich euch ja eigentlich gar nicht richtig. Ihr schaut meine Videos. Ich weiß manchmal auch gar nicht, was für Leute zuschauen, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Manche kenne ich ja von euch, mit manchen habe ich sogar schon geschrieben. Oder. Aber im Endeffekt fällt mir das Sprechen jetzt mittlerweile immer und immer leichter mit euch. Und auch die Themenwahl vor allen Dingen. Ich weiß ja, dass früher habe ich immer so gedacht, so, oh Gott, mache ich jetzt ein Paint with Me? Worüber quatsche ich da drin überhaupt? Quatsche ich überhaupt genug und lange genug? Im Endeffekt ist mir jetzt mittlerweile bewusst, dass es eigentlich vollkommen egal ist, wie lang das Video ist. Ihr schaut sowas gerne. Auch wenn die Videos mal kürzer sind oder halt auch mal ein bisschen länger.
Ob 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten oder noch länger, je nachdem, das ist vollkommen wurscht. Ich freue mich, von euch zu hören. Ihr freut euch sicherlich auch, von mir zu hören, zwischenzeitlich mal. Und ja, ihr Lieben, ich freue mich auf jeden Fall immer wieder, solche Videos machen zu können, mit euch quatschen zu können und immer wieder auch vor allen Dingen neue Leute kennenzulernen. Und ja, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr so beruflich macht. Macht ihr was Außergewöhnliches? Macht ihr was, ja, welchen Job, der öfter vorkommt? Oder je nachdem, schreibt es auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Und ja, ihr Lieben, ich bin jetzt hier gerade am Weitermachen. Ich weiß, jetzt habe ich ein bisschen viel gequatscht und gar nicht über Diamond Painting geredet, aber es muss ja auch nicht immer Diamond Painting Themenbereich sein. Es kann auch mal querbeet sein und vor allen Dingen auch über die Messe jetzt momentan. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe vor allen Dingen, dass sie auch stattfindet. Die wurde ja tatsächlich schon mal verschoben wegen Corona und ich hoffe, dass der Inzidenz im... Oh Gott, jetzt will ich mich gar nicht versprechen. Im Mai dann nicht so hoch ist, dass das halt stattfinden kann. Es gibt ja auch Leute, die sich tatsächlich für sowas auch frei nehmen, dann ein Wochenende, weil sie halt am Wochenende arbeiten müssen. Für die ist das natürlich auch ärgerlich, wenn sie sich freigenommen haben und das dann ins Wasser fällt, weil leider Corona da wieder reinspielt. Ja, kommendes Wochenende ist das dann endlich mal so weit, dass ich die Pinguine im Zoo besuchen werde. Und ich freue mich da tatsächlich schon mega drauf. Deswegen, also nächste Woche können die Zähne noch nicht raus. Ich will da nicht mit Schmerzen hingehen. Wenn ich denn Schmerzen habe, das ist ja auch immer die Frage, ob die Weisheitszähne, wenn die rauskommen, Schmerzen machen bei so vielen unterschiedlichen Leuten. Also weil viele hatten Schmerzen, viele nicht, viele auch haben das überhaupt nicht gemerkt. Und das ist ja bei jedem unterschiedlich. Deswegen, also nächste Woche darf das auf jeden Fall nicht passieren, weil wir dann in den Zoo gehen. Und da freue ich mich schon drauf. Wie gesagt, ich versuche auf jeden Fall einige Fotos zu machen und hoffe vielleicht sogar, dass ich da filmen darf, kann, je nachdem, müssen die dann im Endeffekt entscheiden. Ich kann ja nicht einfach filmen und dann sieht man da die Tierpfleger oder etc., die uns da durchführen. Da kann ich ja dann schlecht filmen, wenn die das gar nicht wollen. Aber da freue ich mich auch drauf und es wird in nächster Zeit auch ein paar mehr Videos geben. Nicht nur Paint With Me, auch ein paar interessantere Videos. Da bin ich schon ganz gespannt drauf, aber viel mehr kann ich da auch noch gar nicht zu sagen. Aber ihr seht es ja dann sowieso, wenn es dann online geht. Ja, für alle, die es nicht wissen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video hochlade. Für die, die das zu viel ist, ihr könnt die Glocke auch wieder deaktivieren. Da bekommt ihr dann eben keine Benachrichtigung. Das ist euch ganz überlassen, wie ihr da Lust und Laune habt. Das Abonnieren ist natürlich kostenlos. Viele haben ja immer noch Angst, sage ich jetzt mal, dass das was kostet. Aber nein, das Abonnieren kostet nichts. Ja, ihr Lieben, mittlerweile habe ich tatsächlich schon 18 Minuten gequatscht, was für mich Neuland ist, weil ich normalerweise nun mal nicht so viel quatsche. Ihr merkt mittlerweile auch, dass ich mittlerweile echt auch... Naja, wie soll ich... Manchmal muss ich mich zurückhalten, dann will ich halt Wörter sagen, die ich eigentlich nicht so sagen sollte im Internet. Aber ich laber ganz schön viel unnötiges Zeug. Das kommt auch ganz oft vor. Aber das passiert, ich glaube, jedem Mal. Und ja, ihr Lieben, ich kann ja einfach noch ein bisschen quatschen, was ich so beruflich mache. Also, ja, wie gesagt, ich arbeite als Arzthelferin oder eher gesagt medizinische Fachangestellte. Die haben das Wort ja mal irgendwann geändert, vor so 6, 7 Jahren. Und meine Ausbildung habe ich da bereits beendet oder eher gesagt vollendet. Ich bin nicht mehr in der Ausbildung und das schon relativ lange, seit knapp... Puh, ich bin jetzt schon ein Jahr und ein halbes, glaube ich, nicht mehr. Also bin jetzt ein Jahr und ein halbes fertig, glaube ich. Und ja, ich arbeite nicht beim Allgemeinmediziner. Ich arbeite tatsächlich bei einer Frauenärztin. Habe auch mit ganz vielen Schwangeren zu tun. Kümmere mich dann ums CDG. Also wer jetzt CDG nicht kennt,
Da hört man dann die Herztöne vom Baby und die Schwangeren müssen dann da so knappe halbe Stunde dran liegen. Und da wird dann halt kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Und ja, ich mache meinen Beruf tatsächlich sehr gerne. Ich bin mittlerweile, also früher immer so distanziert. Also dadurch, dass ich das jetzt, also diesen Beruf mache, habe ich irgendwie weniger Probleme, irgendwie, sage ich jetzt mal, in Kontakt mit Leuten zu treten, mich über all mögliche Themen zu unterhalten. Also mittlerweile richtig sozial, naja, sozial, also sozial offener Mensch. Also wirklich, ich habe kein Problem mit Jüngeren zu reden, mit Älteren oder. Ich habe allgemein keine Probleme am Telefon. Früher war ich ein bisschen schüchtern, aber mittlerweile hat sich das einfach alles gelegt durch den Beruf. Und ja, ihr Lieben, schreibt es einfach gerne mal in die Kommentare, ob es euch genauso geht oder ob ihr einen Beruf macht, wo ihr weniger Kontakt mit Leuten habt. Und ja, ihr Lieben, wir haben jetzt mittlerweile schon 21 Minuten. Wow. Also hätte ich nicht gedacht, dass ich so lange reden kann. Aber ich weiß ja, dass euch das immer freut, wenn ihr was zum Gucken habt, während ihr paintet oder halt je nachdem was anderes macht. Aber ich will das Video auch nicht zu lange halten. Ihr sollt ja auch noch Spaß daran haben. Ich weiß, dass längere Videos nicht so gern geguckt werden, weil es einfach zu lange geht. Aber ihr Lieben, wir sind auch ein ganz schön gutes Stück vorangekommen jetzt. Die ganzen einzelnen Steine. Das wird auf jeden Fall noch schön weitergehen. Ich werde auf jeden Fall auch mal bald Updates von den Drachen und Co. bei Facebook posten. Ich habe schon echt lange nichts mehr gezeigt, wie weit ich jetzt mittlerweile eigentlich bin. Da habe ich jetzt ungefähr zwei Drittel fertig. Also es fehlt noch ein Drittel fehlt noch ungefähr vom Bild. Mittlerweile mache ich schon wieder hier mit dem Drachenbild Harakiri, indem ich das fünfmal umdrehe, weil ich nicht weiß, von welcher Seite ich jetzt painten soll. Das ist dann immer ein bisschen witzig. Aber ja, ihr Lieben. Ich denke, dass dieses kleine Update heute einfach mal ein bisschen reicht. Es wird auf jeden Fall noch weitere Paint with Me geben. Also Painted mit mir. Und ja, ich habe mich einfach gefreut, jetzt mal wieder ein Update zu geben. Und wir sind mittlerweile sogar tatsächlich bei fast 23 Minuten, ihr Lieben. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ja, ihr Lieben, vielen, 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 vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen erzählen, erklären, je nachdem. Schreibt gerne in die Kommentare. Ich lese mir das auf jeden Fall alles durch. Ich antworte euch vor allen Dingen auch. Und ja, ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.